Hallo, willkommen zu einem kleinen First Look über das Xiaomi 3. Der Support war so freundlich und ließ uns ein Gerät kurz antesten und abfilmen. Wir springen auch direkt kurz ins Menü und schauen uns das an. Hier ist natürlich Mio 5.0 installiert. Hier erst nur in englischer und chinesischer Sprache. Später wird auch bestimmt die deutsche rumkommen. Sonst ist alles wie gehabt, wie man es von Mio 5.0 kennt. Kleine Besonderheit ist hier unter mehr der NFC-Chip, da kann man Daten zum Beispiel leicht tauschen oder Kontakte. Was auch noch zu finden ist, ist der Glove-Modus hier unter Display. Den kann man aktivieren und dann das Display zum Beispiel mit Handschuhen benutzen. Ganz neues und nettes Feature, das Xiaomi da eingeführt hat. Weiter geht es mit dem Design, vor allem hier die Rückseite, die mit einem schönen und sehr stabilen gelben Plastikcover abgedeckt ist. Diesmal bei dem neuen Gerät leider nicht abnehmbar. Springen wir kurz zum Browser-Test, dafür hatten wir noch kurz Zeit. Hier kommt natürlich das 5-Zoll-Display richtig gut zur Geltung mit seiner Full-HD-Auflösung und seinen 441 ppi. Erkennt man eigentlich keinen Pixel mehr auf dem Display. Und es ist richtig scharf, klar und auch natürlich hell. Auch ist der Browser ziemlich schnell und flüssig, was kein Problem ist bei einem Tegra 4-Prozessor, der in dem Gerät noch zum Einsatz kommt, das leider für uns in Europa nicht so wichtig ist, weil wir den Snapdragon brauchen für das europäische Mobilfunknetz. Aber wie man hier sieht, zoomen und scrollen, kein Problem, alles läuft flüssig, keine Ruckler. Aber das ist man auch eigentlich gewohnt bei dem Speed. Als letztes hatten wir noch kurz Zeit, um ein paar Benchmarks durchzuführen. Wie gesagt, hier kommt der Tegra 4 mit 1,8 GHz zum Einsatz. Für den europäischen Raum wird ein Snapdragon mit 2,3 GHz zum Einsatz kommen. In den Benchmarks tut sich da eigentlich wenig. Der Tegra 4 ist ein bisschen schneller und laut Gerüchten soll auch ein bisschen sparsamer sein. Doch die Abweichungen sind eigentlich nur minimal. Mit seinen 2 GB RAM und der Adreno 330 Grafikkarte erreichte das Xiaomi Mi 3 natürlich Spitzenwerte. Wie man hier sieht, ca. 16.071 Punkte, was zurzeit Rekordmarke ist. Springen wir kurz in die Systeminformation. Da erkennt man den 1,8 GHz Prozessor, die 2 GB RAM und das Android 4.21 installiert. Als letztes lassen wir euch kurz den AnTuTu Benchmark durchlaufen und geben euch ein kurzes Fazit über das Smartphone. Xiaomi hat mit dem Mi 3 wirklich ein schönes Smartphone kreiert. Natürlich erinnert das Design ein bisschen an die Nokia Lumia Smartphones, doch das Handy ist gut verarbeitet. Das Cover auf der Rückseite ist zwar aus Plastik, doch es fühlt sich sehr stabil und robust an. Sieht auch schön aus. Zwar ist das Cover nicht wechselbar wie beim Mi 2S, aber mit einem 3000er Akku werden die meisten von uns ein bis ach, wahrscheinlich 2 Tage auskommen. Auch das Display ist ganz schön. Full HD Auflösung bietet eigentlich alle Wünsche, die man sich erhofft von so einem Display. Zum Prozessor muss man nichts sagen, egal ob der Tegra 4 Prozessor oder der Snapdragon, beide sind over the top und das Beste zurzeit erhältliche. Und führen die Benchmark-Tests an und sowie auch im System gibt es keine Ruckler. Mio 5.9 läuft flüssig, Spiele laden schnell und auch die Spiele in Zukunft für die nächsten 1, 2 Jahre werden wahrscheinlich ohne Probleme laufen. Zur Kamera können wir nicht ganz so viel sagen, da hatten wir nur kurz Zeit, ein paar Fotos zu machen und hier im Support Center sind nicht so viele schöne Motive. Doch von den Fotos her ist die Kamera ein Stückchen besser als die vom Mi 2S, aber auch nur ein kleines bisschen. 13-Megapixel-Kamera mit einem F2.2-Objektiv reicht für richtig gute Aufnahmen. Mit dem HDR-Modus kann man noch ein bisschen mehr rausholen. Die Frontkamera wurde ein bisschen verbessert, hat ein paar nette Features. Sonst sind die Extra-Funktionen wie NFC oder der Glove-Modus ganz praktisch und vor allem nützlich, wenn man jetzt im Winter das Display mit Handschuhen bedienen will. Zwar sind sie kein Alleinstellungsmerkmal mehr, aber doch eine Erweiterung des Produktportfolios von Xiaomi. Dann kommen wir auch schon fast zum Ende des Benchmarks. Und hier sehen wir, das neue Mi 3 mit Tegra 4-Prozessor erreicht ca. 33.000 Punkte, was zurzeit Spitzenmarke ist.
hier nochmal in der Übersicht. So, ich hoffe, der kurze First Look zum Xiaomi 3 hat euch gefallen. Und weitere Informationen findet ihr auf unserer Webseite www.tradingshenzhen.de oder at. Viel Spaß noch!